Kunden der Warenhauskette Galeria standen am Montag oft vor verschlossenen Türen, so wie hier in Gelsenkirchen. Auf Betriebsversammlungen ging es um die aktuelle Situation der letzten großen Warenhauskette Deutschlands. Von aktuell noch 129 Warenhäusern sollen 52 Filialen die Pforten schließen, teilten der Gesamtbetriebsrat und das Unternehmen am Montag mit. Über 5000 Menschen drohe die Kündigung, erklärte der Gesamtbetriebsrat. Reaktionen von Passanten in Gelsenkirchen. Das sind sehr wichtige Geschäfte, die, finde ich, in jeder Stadt, auch so in Ministädten, ja, auf jeden Fall vorhanden sein muss. Und ich finde das nicht in Ordnung. Und dass so viele Menschen dann entlassen werden, ist wirklich schade. Wo soll man dann überhaupt noch kaufen? Die 1-Euro-Shops? Das ist nichts für uns. Nee, das ist nichts für uns. Und das finde ich traurig, dass man dann diese Geschäfte eins nach dem anderen zumacht. Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, für jeden Arbeitsplatz kämpfen zu wollen. Wichtig ist, dass Menschen eine Zukunft erhalten. Dazu ist es notwendig, dass das alte Management aus meiner Sicht abgelöst wird und dass diejenigen, die Galeria neu gestalten wollen, das mit der Belegschaft machen. Dazu gehört, möglichst viele Häuser von den Schließungslisten runterzunehmen, um möglichst vielen Menschen eine Zukunft zu erhalten mit existenzsicherndem Einkommen. Galeria stelle nun die Weichen für eine sichere Zukunft, erklärte das Unternehmen. 77 Filialen und rund 11.000 Arbeitsplätze blieben erhalten. Bei den anderen Filialen bestehe angesichts der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der lokalen Bedingungen und auch nach intensiven Verhandlungen mit Vermietern und Städten keine positive Fortführungsperspektive. Die betroffenen Filialen würden in zwei Wellen zum 30. Juni 2023 und zum 31. Januar 2024 geschlossen. Für den Verlust des Arbeitsplatzes erhielten die betroffenen Mitarbeiter eine Abfindung in Höhe des zweifachen Monats Bruttoentgelts, erklärte der Gesamtbetriebsrat.